Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Kaffee ist alle, Kaffeeklatsch wird das nicht, aber ich hoffe, dass wir auch so uns gut unterhalten können. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe in eure Kommentare geguckt und da tauchen ja immer wieder richtig viele Fragen auf und ich versuche zu beantworten. Ja, die Baustellen. Bauarbeiter, die singen im Hintergrund. Ihr habt also eine kostenlose Musikbeilage, die nicht gesperrt wird wahrscheinlich von YouTube. Das ist doch mal toll. Ja, heute ist Sonntag und die Leute arbeiten. Ich bin beeindruckt bei singender Musik bzw. sich selbst unterhaltend durch Musik. Ja, ich habe gerade einen Kommentar gelesen, der kam in letzter Zeit manchmal öfter von einigen Frauen oder Kommentatorinnen. Da würde ich gerne einmal drauf antworten, weil das ist eine längere Erklärung. Da hatte ich jetzt nicht so Lust, das alles zu schreiben. Und zwar hieß es, dass ich am Anfang, als ich hierher gekommen bin, sehr entspannt gewirkt habe und sehr glücklich und sehr angekommen. Und dass ich das jetzt wieder ins Gegenteil verdreht, dass ich wieder die Alte werde, dass natürlich jetzt hier auch der Alltag eintritt und dass ich wieder so ein bisschen schlechter drauf bin. Und da würde ich gern versuchen, so ein bisschen Erklärungsbedarf zu liefern. Also, man muss einfach sehen, dass ich, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch. Eigentlich, ja, auch wenn alles ein bisschen unordentlich wirkt und ein bisschen unaufgeräumt, ein bisschen unorganisiert, trotzdem sind so grundlegende Dinge immer bei mir sehr wichtig, dass das klappt. Also, ne, weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen? Also, es müssen eben im Leben einige Dinge funktionieren. Und wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es sein soll, ja, Krankheit in der Familie, mit den Kindern, irgendwelche Probleme, Wasser, Internet, Strom, Haus, irgendetwas, was von außen auf uns einwirkt, was Probleme macht, dann bin ich leider ein Mensch, der damit nicht so cool umgehen kann, ja. Also einfach die Gegebenheiten als normal ansehen und weitermachen und versuchen da auch cool mit umzugehen. Ich glaube, das Wort cool ist ganz gut. Sondern ich bin immer eher problemlösungsorientiert. Also ich versuche die Probleme, die auf mich zukommen, sofort zu lösen. Dann sind sie nämlich weg und ich muss mich mit denen nicht mehr rumschlagen und es ist erledigt und es ist weg. Das ist natürlich auch nicht immer richtig. Klar, man soll Probleme angehen und man soll sie lösen, aber man soll sich da keinen Stress mitmachen. Ja, aber Stress ist das auch nicht. Es kommt sehr stark so rüber, weil ich eben alle Gedanken und alles, was mich so bewegt, mit euch teile. Das macht ein normaler Mensch ja nicht, ja. Also wenn ich jetzt hier so rumlaufen würde, ich glaube, mein Sohn würde gar nicht so merken, dass ich gestresst bin und dass irgendetwas ist. Oder meine Familie würde das gar nicht so sehen, wie ihr das seht jetzt. Ich teile einfach das, was ich denke, kommt aus meinem Mund raus und ich erzähle euch das. Das heißt aber nicht, dass mich das so sehr belastet, dass ich da irgendwie unglücklich werde. Ihr müsst immer bedenken, es gibt noch Dinge, die ich nicht erzähle, ja, und da gibt es, ich bekomme Anrufe, ich habe Dinge in meinem Kopf, von denen ich weiß, dass sie da sind und dass das auch Probleme sind, die da sind, die ich aber nicht mit euch kommuniziere. Was ich mit euch rede und was ich mit euch mache, sind eben diese Banalitäten im Grunde, ja, kein Wasser, kein Strom, kein irgendwas. Das hat aber, das ist nicht das, also versteht ihr, es gibt ja viele Dinge, die, wenn ich die Kamera ausmache, passieren und die ich nicht teile, ja, und die, von denen ich auch nicht erzähle, nicht mal im Ansatz. Ich würde nicht mal sagen, oh, da habe ich jetzt einen Anruf bekommen und der hat mich jetzt richtig runtergezogen. Sowas mache ich auch nicht, weil das würde ja die andere Person das würden die ja mitkriegen. Alle meine Freunde und Verwandten, viele gucken ja auch meine Videos, ja. Deswegen so persönliche Dinge, die in meinem Umfeld mit anderen Leuten in Verbindung passieren, teile ich nicht. Passieren ja aber dann trotzdem mit mir.
was ich erzähle und was ich teile, sind eben solche Sachen, ja, die quasi Umstände, äußere Umstände betreffen. Und jetzt zielte die Frage daraufhin ab, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Also ich bin hierher gekommen, um glücklich zu sein, um hier hinauszuwandern. Genau, ich würde immer Auswandern hinschreiben. Ein richtiges Auswandern ist das nicht. Kann sein, aber für mich ist es schon ein richtiges Auswandern, weil ich, es ist natürlich ein Hin und Her. Das habe ich auch nie verheimlicht. Ich habe ja immer gesagt, dass ich auch die Möglichkeit mir offen lasse, wieder zurückzugehen oder dass ich eventuell auch mal wieder zu den Kindern gehe. Aber trotzdem ist es für mich ein Auswandern. Also es ist schon so, dass ich hier eigentlich meinen Lebenshauptmittelpunkt kreiere. Ja, das ist das Ding. Dass ich mir da natürlich unsicher bin, eben weil du auch die, weil du es eben nicht so machst, wie es vielleicht die meisten machen. Die nehmen sich Mann, die nehmen sich Kinder, brechen alles in Deutschland ab und kommen hierher und da stellt man dann den Stempel drauf, auswandern. Ja, so ist es nicht. Na, da hast du recht oder ihr habt da recht. Sondern bei mir ist es eher so, dass ich meinen Lebensmittelpunkt hierher erweitere. Ja, aber wie soll ich das schreiben? Ja, erweiterter Lebensmittelpunkt Türkei, hört sich auch beknackt an. Also für mich ist das schon ein Auswandern. Und ich bin auch hierher gekommen mit dem Willen und mit der Absicht auszuwandern. Habt ihr ja auch immer in meinen Videos gesehen. Und ich habe ja auch immer gesagt, dass ich wieder zurückgehe. Ja, und ich zwinge mich ja auch nicht, irgendwo zu bleiben, wo ich dann den Schluss, wo ich zu dem Entschluss komme, da will ich nicht bleiben. Vielleicht das Problem an der ganzen Sache, dass ich das eben nicht mache, ja. Aber normalerweise ist es ja so, wenn du auswanderst, du nimmst eben Sack und Pack mit Kindern und brichst alles ab und fängst in dem neuen Land an. Dazu bin ich gar nicht bereit. Das will ich auch gar nicht und das ist auch nicht so von mir beabsichtigt. Aber es gibt ja auch keine Gesetzmäßigkeit, wo dann steht, also auswandern, das ist so und so und so zu machen. Ja? Sondern ich habe so mehrere Lebensmittelpunkte, das würde ich mal so sagen. Und ich hatte eigentlich vor, was ist nicht schön, die Vögel. Die sitzen in meinem Avocadobaum. Und ich habe eigentlich tatsächlich vor, hier zu leben. Aber ich glaube, dass es mir auch zugestanden sein muss, zu zweifeln. Und ich denke auch, dass alle Auswanderer zweifeln. Sie kommunizieren es nur nicht so richtig, ja. Sie sagen es nicht so richtig. Und ich glaube auch, dass dieser Dauerzustand Urlaub bei vielen länger anhält, als das bei mir der Fall ist, weil ich eben in der Türkei schon sehr oft in meinem Leben war und hier auch schon mal sehr lange gelebt habe, auch wenn das schon ewig her ist. Aber wir sind ja auch immer sehr lange in der Türkei, wenn wir dann mal kommen, ja. Also in der Türkei zu leben, das ist wie so ein bisschen wie nach Hause kommen. Es ist für mich nicht ein Urlaubsfeeling, was so lange anhält. Und der Alltag kommt natürlich recht schnell und ich erkenne auch schnell die Probleme, weil ich ja von denen weiß und weil ich es ja kenne und weil es auch schon vorher immer etwas war, was nicht unbedingt schön ist, ja. Das erkennst du natürlich viel früher, weil du das ja weißt, ja. Und weil du es ja kennst, es ist ja für mich kein fremdes Land hier und es ist ja auch für mich eigentlich wie meine zweite Heimat oder wie meine Heimat schon fast, weil ich so sehr in dieser Kultur drin verwachsen bin. Und trotzdem hat es diesmal relativ lange gedauert, bis ich dieses Urlaubsfeeling überwunden habe und der Alltag stellt sich tatsächlich langsam ein. Aber er ist immer noch nicht da. Ich bin immer noch auf Abruf sozusagen. Ich bin immer noch bereit, jederzeit, dass ich sagen kann, okay, ich gehe auch wieder, ja. Es ist noch nicht der wirkliche Alltag eingetreten. Aber, dass ich natürlich nicht immer glücklich in die Kamera lache, ja, auch selbst wenn ich hier nur im Urlaub wäre, das ist ganz logisch. Mich ärgern Dinge maßlos manchmal und weil es eben gegen mein perfektes Leben spricht, was ich gerne führen würde. Ja, und das ist eine Art und Weise, an das Leben ranzugehen, die nicht gut ist, die mich aber trotzdem auch im Leben immer ganz schön
weitergebracht hat. Ja, eben Probleme sofort anzugehen, Probleme sofort versuchen zu lösen, für Dinge, die ich nicht sofort lösen kann, sie im Hinterkopf zu behalten, weil man sie ja lösen muss, weil sie sonst zu großen Bergen werden. Das sind Dinge, die ich einfach so handhabe. Und das kommt natürlich rüber, ja, weil ihr ja nicht bei mir seid. Ihr kennt mich nicht und auch wenn man glaubt, mich zu kennen, kennt ihr mich trotzdem. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin gar nicht so unglücklich, wie das vielleicht manchmal vorüberkommt. Und ich bin auch kein Mensch, der so in sich ruht, ja, der so glücklich wirkt und so entspannt sitzt. Wie gesagt, ich mache mir immer selber Stress. Immer. Das ist mein Leben. Und wenn ich natürlich irgendwo neu ankomme, wie ich jetzt hier in Alanya angekommen, ist doch logisch, dass bei mir dann irgendwann auch mal so eine Art Urlaubsfeeling kommt, ja, wo man dann, ach, ist das schön hier und toll und man sieht ja auch entspannter aus. Das ist auch immer noch mal so ein Trugschluss eigentlich. Man wird gebräunt, ja, man sieht rosiger aus durch die Meeresluft und durch die Natur, die es hier gibt, die macht ja was mit einem. Diese Mittelmeerluft, ja, das ist einfach anders als in Deutschland. Ich sehe in der Türkei immer viel entspannter aus und meine Haut verbessert sich. Oder zumindest sieht sie schöner aus, finde ich jedenfalls. Wenn ich meine Deutschen, wenn ich mich angucke, wenn ich in Deutschland bin, dann sehe ich immer viel gestresster aus. Die Haut sieht fahler aus. Sie sieht kränklicher aus. Man fühlt sich auch anders, finde ich, wenn man hierher kommt. Was ihr dann natürlich seht, ist eine erholte, eine gebräunte, eine stressfreie Wolfsmama. Und das ist ja im Grunde ja aber nur so ein kleiner Trugschluss. Ja, ich bin ja trotzdem die gleiche und ich bin ja auch, klar, man fühlt sich hier wohl, aber du kannst, auch wenn du in ein anderes Land gehst, nicht einfach alles sagen, okay, mir geht es hier gut und hier ist alles toll. Oder das kann man, aber ich kann das nicht. Also für mich gehen die Probleme natürlich auch weiter. Ja, ich habe Probleme, ja, jeder Mensch hat Probleme, aber die sind gut handelbar und das ist jetzt auch nicht so schlimm und so tragisch. Also nein, es geht mir wirklich gut. Ja, alles gut, aber ich bin noch nicht so angekommen und ich weiß auch nicht tatsächlich, ob ich hier immer bleiben werde. Also das muss man auch mal so ehrlicherweise dazu sagen, weil so angekommen fühle ich mich noch nicht. Und es fehlt natürlich noch ein, da habt ihr natürlich recht. Also mein Mann ist nicht da und die Kinder kommen und gehen. Aber das ist ja in Deutschland nicht anders. Ja, das ist ja auch da so der Fall. Und das ist auch nicht das, was ich unbedingt brauche. Ja, das ist nicht das, was ich jetzt unbedingt so vermisse. Klar, ich möchte, dass alle Kinder da sind und ich möchte, dass mein Mann auch da ist. Aber es ist trotzdem auch nicht so, dass es ein Gradmesser dafür ist, dass ich so entspannt und glücklich wirken kann, dass ihr das Gefühl habt, oh wow, die ist jetzt angekommen und der geht es jetzt richtig gut. Niemandem geht es richtig gut. Der Mensch ist einfach dafür gemacht, dass es ihm nicht immer gut geht. Ja? Der Mensch handhabt es nur anders. Und das ist, glaube ich, das, was ihr dann als unglücklich empfindet und als nicht angekommen und als doch wieder hin und her. Ja, tatsächlich, mein Leben ist im Moment weiterhin so mal da, aber wie gesagt, ich schreibe nicht umsonst Auswandern dahin, sondern weil es tatsächlich für mich eigentlich ein Stopp sein soll hier in Alanya. Ja? Eigentlich sage ich, weil ich eben immer noch zweifle, ja? Ob ich hier auch wirklich bleibe. Ich bin auch so ein durch und durch ehrlicher Mensch, ja, ich kann ja nicht ich kann ja nicht sagen, also hier ist alles so toll und ich fühle mich so wohl. Ich bleibe auf jeden Fall mein ganzes Leben hier. Das kannst du dann machen, wenn du tatsächlich alles abgebrochen hast. Ja, wenn da finanzielle Dinge dranhängen, wenn du keine Wohnung mehr hast und wenn alles da abgebrochen ist. Und du sagst, nein, du gehst jetzt dahin mit Sack und Pack und bleibst da. Das ist nochmal was anderes. So haben wir das ja aber nicht gemacht. Ich habe immer kommuniziert, dass ich auch mal wieder ein paar Monate zurückgehe. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt ein Haus noch haben auf dem Dorf, dass wir da auch eine Base haben, wo wir zurückgehen können. Ja, wenn wir dann sagen, okay, du bist jetzt hier doof, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. So war das schon immer. Also da habe ich nie etwas Falsches gesagt.
Klar, wenn man jetzt da eine Gesetzmäßigkeit draus macht, ist Auswandern vielleicht anders. Das kann sein. Aber für mich ist es schon ein Auswandern. Das möchte ich schon mal so sagen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass alle, ja, die hierher ausgewandert sind, die gleichen Gefühle hatten und die gleichen Dinge hatten. Und bei dem einen hält dieses Urlaubsfeeling, also dieses Wohlfühl, Ding länger an, weil eben sich erst, naja, man ist so gestresst und man ist so, man fühlt sich so unwohl in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten und eigentlich sein ganzes Leben lang, dass man das hier, wenn man hierher kommt, als eine Art Befreiungsschlag empfindet. Man empfindet die Türkei und gerade hier Alanya ist ja wirklich wunderschön, als so wohltuend und als so relaxed und als so entschleunigt, dass man sich einfach loslässt und sich so mitgleiten lässt mit diesem Flair von Alanya, mit dieser Wohlfühlatmosphäre. Das Licht ist schon wieder doof, ne? Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der genießt. Ich hatte schon mal ein Video drüber. Ich lasse mich nicht gerne gleiten und loslassen, sondern ich lebe im Stress und der Stress gehört zu mir. Und für mich ist das aber positiver Stress. Jetzt nicht unbedingt, dass er immer negativ ist. Es kommt mir manchmal so furchtbar negativ rüber. Wenn du meinen Sohn jetzt hier fragst, der jetzt hier mich jeden Tag erlebt, wenn der wüsste, was ihr euch für Sorgen um mich macht, dann würde er sagen: Hä, Mama, ist alles okay? Was haben die Leute denn? Der wird das gar nicht verstehen, weil ich eben gar nicht, weil das gar nicht so schlimm ist, ja, wie man das von außen vielleicht immer den Eindruck haben könnte. Aber dieser Zweifel mit mir hier an dem Ort ist schon noch da. Ne? Also das habe ich aber auch immer in meinen Videos kommuniziere ich das ja auch immer, dass ich da noch nicht sicher bin. Ich habe, als ich in Deutschland war, immer gesagt, ich möchte jetzt endlich in Alanya bleiben. Ich habe aber auch immer gesagt, ich möchte jetzt mal eine Zeit lang in Alanya bleiben. Ich möchte mal sehen, wie das ist. Habe ich aber auch immer gesagt. Ich habe nie gesagt, so, hier breche ich jetzt alles ab und ich gehe dahin und dann Schluss aus. Ende habe ich nie gesagt. Ich habe immer gesagt, ich möchte da jetzt endlich mal bleiben. Ich möchte da auch mal jetzt leben, ein bisschen, ne, so. Also immer mit dem Gedanken und mit der Möglichkeit auch offen lassen, dass ich auch wieder zurückgehe. Jetzt nicht für immer und ewig. Ich glaube, werde immer irgendwie hin und her springen, weil wir einfach eine Family sind, die zusammen glücklich ist und ist so viel Leute. Also ich glaube, wie viel von euch, die mir zuschauen, haben 9 Kinder. Ich habe eigentlich 11 Kinder. Ne? Nur mal so langsam mal auch auf dieses Thema hinkommt. Wie viel von euch haben so viele Kinder? Wahrscheinlich keiner. Ne? Also ich glaube, keiner von euch hat so viele Kinder. Und wenn ihr so eine große Familie habt, das hat nicht mal mit Familie zu tun, das müssen eure eigenen Kinder sein. Das ist noch mal was anderes, wenn das eure eigenen Kinder sind. Viele haben eine große Familie, ja. Haben wir ja auch. Die Familie meines Mannes ist, oh mein Gott, die ist so riesig. Also, das kann man gar nicht beschreiben. Ich wüsste gar nicht, wo ich da mit dem Zählen anfangen soll. Das kann man gar nicht zählen. Das ist so, so riesig. Wenn ich da jetzt, wenn du so viele Kinder hast, ja, habt ihr? Also vielleicht eine oder zwei meiner Zuschauerinnen, wahrscheinlich gar keine. Dann wird diese Person wissen, wie es sich anfühlt, wenn man immer andere Dinge hat, die für einen wichtig sind und die im Leben eine Rolle spielen, einer Mutter. Ich glaube, das ist noch mal was anderes, als wenn man nur 2 Kinder hat oder ein Kind, ja? Weil, warum? Das ist noch mal ein eigenes Video wert. Also da würde es das jetzt wieder viel zu weit führen. 2 Kinder oder ein Kind, du hast ja nur 2 Sorgen oder eine Sorge, ja? Und irgendwann sagst du auch im Kopf, nee. Die machen ihr eigenes Ding und du hörst ja auch dann nicht so oft. Man telefoniert vielleicht mal, aber man sieht sich sehr selten.
Und weil es ja eben nur ein oder zwei Kinder sind, ja, die Möglichkeit, dass man sich weniger sieht und weniger Kontakt hat und damit viel mehr mit sich alleine ist, ist ja enorm größer, als das bei uns der Fall ist. Also ich sag's euch, wie gesagt, ich erzähle euch fast nichts von den ganzen Dingen, die mich belasten, als Mama, ja, und auch wenn es schöne Dinge sind, alles ist irgendwie eine Last für eine Mama. Davon erzähle ich euch nichts. Ich schwöre es euch, so weich ich sitze da, ich schwöre. Es gibt jeden Tag mindestens 4 Dinge oder 5 Ereignisse im Leben meiner Kinder, die mich als Mama entweder positiv Sorgen machen lassen oder negativ. Und es hängen ja dann nicht nur das Schicksal meiner eigenen Kinder dran, sondern es sind meine Enkelkinder, es sind meine Schwiegertöchter, es sind meine Schwiegersöhne, es sind Dinge, die da noch mit dranhängen an deren eigenen Familien, die mich indirekt betreffen, weil sie eben meine Kinder betreffen. Und wenn ich davon höre, dann mache ich mir Sorgen, auch wenn es was Positives ist, ja. Auch positiv kann man sich Sorgen machen und kann man, sind das Dinge, die einem zu viel werden irgendwann hier im Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Wie soll ich das beschreiben? Wenn du aber nur 2 Kinder hast, dann ist das eben nicht so, ja? Oder ein Kind. Bei uns ist immer irgendwas, jeden Tag irgendwelche neuen Dinge, die passieren. Und ob ich dann bei mir in Deutschland bin, egal wo, oder ob ich hier in Alanya bin, diese Geschichten sind immer bei mir, ja? Weil ich ständig mit meinen Kindern bin. Wenn ich von meinem einen Sohn vielleicht 3 Wochen nichts höre, dann habe ich aber mit den anderen vielleicht fast jeden Tag 5-mal Kontakt, weil es da andauernd irgendetwas gibt, wo sie meinen Rat haben wollen, wo sie einfach nur mit mir sprechen wollen. Wir sind eben keine Familie, wo man nur zu Weihnachten und Neujahr oder vielleicht 3-mal im Jahr oder vielleicht auch nur 1-mal im Monat miteinander spricht. Das passiert auch mal. Ja klar, ich habe mal mit dem einen wirklich mal 1 Monat gar nicht gesprochen. Das kommt vor. Ja, aber dann habe ich doch mit den anderen schon inzwischen wieder jeden Tag 100-mal telefoniert und gesprochen. Die Sorgen, die du hast, nimmst du überall hin mit, ob hier in Alanya oder ob in Deutschland. Und das seht ihr alles nicht. Ja? Wie gesagt, ich kann das ja verstehen, dass man, wenn man mich sieht und ich erzähle, dass ich kein Wasser habe, kein Internet habe, keinen Strom habe, dass, und man sieht, dass ich hier alleine bin vielleicht oder nur einen Sohn habe, mein Mann nicht da ist, dass das alles Dinge sind, da denkt man sich vielleicht, oh mein Gott, die Arme, und das könnte man ja ganz leicht ändern und ich könnte das ja alles viel relaxter angehen und dann wäre das ja alles nicht so schlimm. Das ist ja nicht der Grund, ja, warum ich vielleicht in dem Augenblick sorgenvoll aussehe. Und die Sorgen als Mama und mein Lebensumfeld nehme ich überall hin mit. Ja, kann ich nach Afrika, kann ich nach Amerika, ich kann hier in die Türkei, ich kann nach Italien, Spanien. Ich nehme überall meine Kinder in meinem Herzen und natürlich auch physisch am Telefon und wie auch immer. Sie sind immer bei mir, immer. Niemand kann das verstehen, selbst wenn du 5 Kinder hast, ist das anders, als wenn du 11 hast oder 9, ja? Von denen ihr jetzt wisst. Das ist immer was anderes. Es verdoppelt sich quasi, es verfünffacht sich, es verzehnfacht sich, die Sorgen und die Probleme. Das kann man nicht erklären, das kann ich euch nicht begreiflich machen, weil das kann man nicht verstehen. Das kann man nur dann verstehen, wenn man selber so viele Kinder hat. Und ich glaube, keiner von euch hat das. Und dann ist es natürlich auch nochmal eine Sache von einer Persönlichkeit selbst, ja. Wenn es jetzt jemanden gibt, der auch 9 Kinder da hat und der dann dahin schreibt, nö, bei mir ist das nicht so, ich bin ganz cool und das interessiert mich alles gar nicht so und die können machen, was sie wollen, dann kommt vielleicht nochmal diese türkische Kultur da wieder mit rein, ja. Also es gibt so viele Aspekte, die eben mich so haben werden lassen und die mich so sein lassen, wie ich bin.
ich glaube und ich hoffe, dass ich da mal so ein bisschen wieder Verständnis habe reinbringen lassen. Man kann jetzt sagen, okay, sagen ja auch viele, ja, hier kribbelt und kribbelt überall. Mein Wasser ist übrigens wieder da. Ne? Oh, mein Glück. Man kann ja sagen, trotzdem musst du doch irgendwie an dich denken und lass doch auch die Kinder. Nein, aber dann werde ich, dann, also wenn ich das machen würde, wenn ich das sagen würde, okay, das interessiert mich alles nicht, ich möchte ja in diesem Stress drin sein, ja, wenn ich nicht, wenn ich da, also ich mache, ich habe auch so einen inneren, ich weiß nicht, ob es nur ich habe oder ob das die meisten Mamas haben, ich habe einen sechsten Sinn. Wenn irgendetwas nicht stimmt oder, ja, wenn irgendetwas Schönes passiert im Leben der Kinder oder etwas Negatives oder wenn ich irgendetwas, also ich habe eine Antenne dafür, ja, ich rufe dann an und genau in dem Augenblick war irgendwas. Ich weiß nicht warum, es ist ein inneres Band zu allen meinen Kindern, ja, und zu meinem Mann, ja, der hat sich auch schon oft gefragt, hä, wieso rufst du ausgerechnet jetzt an? Also es gibt, also ich jedenfalls, ja, ob das mit den Kindern aus ist, weiß ich nicht, aber ich habe eine innere, ich habe ein Band, eine Antenne, einen sechsten, siebten Sinn zu meinen Kindern und ich bin glücklich so, ja. Auch wenn das so rüberkommt, als sei es nicht glücklich. Und natürlich passieren auch ganz viele wirklich keine schönen Dinge, ja. Und wo du dich fragst, also da hätte ich davon jetzt nicht gewusst und muss das sein oder auch nee. Aber es verneunfacht sich halt. Ja, wenn du nur ein Kind hast, hast du eine Sorge, hast du zwei Kinder, hast du zwei Sorgen, hast du neun Kinder, hast du neun Sorgen, hast du elf Kinder, hast du elf Sorgen. Also es und immer wieder. Und da die Familie auch wächst und die Kinder immer älter werden und auch immer mehr Kinder bekommen und heiraten und Freundinnen und keine Ahnung. Also es gibt immer irgendwelche Dinge, die mich einfach manchmal so erdrücken, ja, und die mich auch sorgenvoll in die Kamera schauen lassen. Und das seht ihr ja, wenn ihr mich jeden Tag seht, dann kennt man so einen Menschen ja so ein bisschen, ja, man sieht ja sofort, da ist irgendwas. Und wenn ich euch dann erzähle, ich habe kein Wasser oder ich habe kein Internet, dann projiziert man natürlich diese Sorgen auf diese Kleinigkeiten, die ja wirklich unwichtig sind, ja, was heißt unwichtig, die sind schon wichtig und natürlich ärgert, wenn ich kein Wasser habe, ja, aber im Hintergrund sind ja noch, das ballt sich ja, das sind ja Dinge, die da überall drin sind und ich kann das auch nicht abstellen, ich will es nicht abstellen und es ist etwas, was ich mir selber ausgesucht habe, ich habe mein Leben ja nicht die Kinder sind ja nicht aus Jux und Dollerei entstanden, sondern jedes meiner Kinder sind Wunschkinder und bis auf das letzte geplant gewesen, ja, und nichts in dieser Welt, um nichts in dieser Welt möchte ich das tauschen und möchte sagen, oh nein, ich will das alles nicht und ja, und um nochmal wieder zum Ausgangsthema zurückzukommen, auch wenn ich hierher ausgewandert bin, nehme ich ja mein Leben hier mit her, auch wenn es 3000 Kilometer weit in Deutschland stattfindet, eigentlich, das Leben meiner Kinder. Und dann sagt man natürlich, ja, warum bist du denn da überhaupt hin? Weil ich eben ein Mensch bin, der sich immer verändert. Ja, ich bin immer auf der Suche nach Neuem. Ich bin immer auf der Suche nach etwas, was anders ist, was vielleicht noch schöner ist. Ich bin ein Mensch, der immer wieder sich neu finden muss, der immer seine Umgebung auch gerne wechselt. Also ich mache das nicht immer, ja, und ich habe auch oft schon gesagt, oh Mensch, ich möchte jetzt mal an einem Ort mal länger bleiben. Aber im Grunde genommen bin ich trotzdem immer weiterhin so auf Achse, ja. Aber es ist schon so, ich bin eigentlich, egal wo ich bin, gerne zu Hause und ich gehe auch nicht so gerne irgendwo hin essen oder trinken oder shoppen oder so. Aber ich habe halt mehrere zu Hause und ich glaube, das ist doch schön, dass man nie irgendwo so richtig ankommt, mag sein, ja. Dafür sind meine Lebensumstände aber eigentlich auch nicht gemacht, weil wir einfach weil ich immer irgendwie in Kontakt bleiben möchte mit allen und sie auch immer sehen möchte und ich weiß nicht, also ich bin gar nicht so unglücklich, wie das rüberkommt, aber natürlich am Anfang, als wir hergekommen sind, war so der Eindruck, oh wow, jetzt, da geht's dir richtig gut. Ja, das ist halt noch so ein bisschen Urlaub gewesen da, ja, das ist noch so ein bisschen die Veränderung wieder, das Neue und wir wollten ja so lange hierher wieder und das schöne Wetter und die Leute
Und die vielen Menschen, im Moment ist es auch so ein bisschen blöd, weil alle wieder gehen. Ja, die ganzen Touristen sind wieder weg. Ich mag das ja, dieses laute Kindergeschrei und ganz verschiedene Leute überall. Ich habe es ja gerne sehr, sehr, sehr lebhaft überall. Das brüht sich alles, wird alles so viel leerer jetzt. Aber wie gesagt, liebe Leute, ich bin wirklich, ich bin okay, ist alles gut. Und die Problemchen, die ich euch erzähle, haben nichts mit meinen eigentlichen Dingen zu tun, die in meinem Leben passieren. Aber ich sage das auch immer, ja. Aber natürlich kommt das halt nicht so rüber, ja. Ich kann euch nicht sagen, ja, ich habe gerade einen Anruf, habe gerade telefoniert und da ist das und das und das passiert. Wenn ich das machen könnte, dann würdet ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Aber das geht halt nicht, ja. Es sind halt Menschen involviert, die da gar nichts mit zu tun haben. Sollen sie auch gar nicht. Das sind halt ganz viele private Dinge, die haben da gar nichts zu suchen, ja. Ich meine, ich zeige schon viel und ich erzähle schon viel, aber ich erzähle ja eigentlich immer nur das, was in meinem Leben passiert. Klar, sage ich mal, Gazi hat das und das gemacht oder Jimmy hat das und das gemacht. Ich nehme euch mal mit zu den Tattoos oder wir gehen auch mal. Der Kleine wird mal im Hintergrund gezeigt und dann erzähle ich mal so ein, zwei kleine Dinge. Ja, aber das ist doch, das ist ja nichts in der. Also ihr könnt, also bei uns passiert immer etwas. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es läuft nie irgendwann mal so alles so, dass man sagt, da passiert jetzt nichts. Es ist jeden Tag irgendwie richtig viel Neues und ganz viel andere Sachen. Wenn meine Kinder alle klein wären und ich damals schon YouTube gemacht hätte, oh mein Gott, ich glaube, meine Videolänge wäre jeden Tag 5 Stunden. Ja, weil und genauso passiert ja weiterhin alles. Ne? Könnte ein ganzes Video, ein ganz 12 Stunden, wenn ich da aufnehmen würde, würde nicht ausreichen für das, was alles passiert hier in unserem Leben und von dem ich euch nichts erzähle. Ja, so ist das halt. Also keine Sorge, alles gut. Ich bin ein Mensch, wie gesagt, der nicht entspannen will. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich will gar nicht, dass es mir gut geht. Ich will gar nicht, dass alles glatt läuft, sondern ich bin ein problemlöser Mensch. Ich bin dazu da, Probleme zu lösen und Probleme zu haben. Und das ist nicht schlimm. Aber was ich euch erzähle, sind eben Banalitäten, die mich auch aufregen. Ja, keine Frage. Also mich regt das tierisch auf, wenn mein Internet nicht funktioniert oder wenn mein Wasser nicht geht oder geschweige denn Strom. Da will ich gar nicht drüber nachdenken, wenn die ganzen Lebensmittel gehen kaputt. Ne? Muss alles wegschmeißen. Das fände ich ja auch richtig furchtbar. Nee, aber im Hintergrund sind dann ja noch ganz viele andere Dinge, ja, die mich belasten oder die mich auch erfreuen, auch freudige Dinge belasten einen. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass einem nur negative Dinge belasten, auch schöne Dinge belasten, ja, weil auch diese Dinge wieder Konsequenzen haben auf das eine oder andere, auch wenn sie schön sind. Es belastet einen Menschen eigentlich alles. Es ist nur die Sichtweise auf die Dinge, die wir haben, ja. Entweder macht es uns krank, ja, wenn wir uns da zu viel reinsteigern. Und ich bin, macht euch keine Sorgen, ich bin ein Mensch, der relativ viel verkraftet, ja, und der viel aushalten kann. Aber natürlich, ja, um da nochmal zurückzukommen, es ist so, dass ich auch hier natürlich meine Sorgen habe und dass ich natürlich auch hier nicht richtig ankomme und dass ich natürlich auch hier nicht weiß, wie es weitergeht und dass ich auch hier meinen Stress und meine Sorgen, die ich in Deutschland hatte, auch hier weiterhin haben werde. Und das werdet ihr auch immer mitbekommen. Und ihr werdet, ich bin ja jetzt keine veränderte Wolfsmama. Ja, ich kann ja jetzt, also viele, die sagen, oh, dieses Negative immer und ja, dieses Gestresste, das wollen wir nicht gucken und das wollen wir nicht sehen. Aber ja, Leute, aber dann muss man sich YouTuber angucken, die wirklich das zeigen, die wirklich dieses Leben zeigen, wie sie Schauspielern. Ja, das ist nichts, letztendlich ist das nichts anderes, weil jeder Mensch hat Probleme. Und klar, es gibt YouTuber, die eben nur die schönen Seiten des Lebens zeigen. Und ich zeige eben so die Wirklichkeit, wie mein Leben ist. Und es ist, ich würde mal sagen, also wenn man jetzt so eine Beurteilung macht von schön und nicht schön, hält sich das ganz gut die Waage. Also zwischen dem, was schön ist und zwischen dem, was nicht schön ist, wenn ich da jetzt so eine Bewertung, jeder macht ja eine Bewertung in seinem Leben, was das ist gut, das ist doof, das hält sich bei mir die Waage. Also genauso viel wie Schlechtes passiert auch Gutes. Und deswegen bin ich auch immer nur so halb gut drauf, würde ich mal sagen. Ja, also ich bin nicht himmelhoch jauchzend. Ich bin auch kein so positiver Mensch. Das muss man einfach auch mal so sagen. Ich bin zwar schon positiv, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage,
das ist mir doch alles wurscht. Also mir geht's gut, alles toll und kein Problem, egal welche Sorgen es gibt in meinem Leben, das ist alles unwichtig. Hauptsache mir geht's gut. Nein, ich wünschte, ich wäre so ein Mensch. Nein, ich steigere mich sehr gern rein und wie gesagt, ich versuche zu lösen und der Versuch zu lösen ist natürlich meistens gar nicht so richtig möglich und da mache ich mir Sorgen. Ja, und auch wie gesagt, wenn schöne Dinge passieren in meinem Leben, dann freue ich mich kurz, aber ich habe sofort wieder im Blick, was könnte sein, wenn dies, das. Ich bin eben jeder, es muss immer für jeden Weg, den man geht, 1000 Lösungen existieren. Es müssen immer 1000 kleinere Auswege kreiert werden. Das ist ja mühsam und sehr anstrengend und ja, wie gesagt, also ich glaube, ich habe rübergebracht, was ich sagen wollte. Ich habe eine Nachricht bekommen, aber muss mal wieder gucken, was da wieder passiert ist. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Fragen, freut mich immer. Das gibt mir immer die Möglichkeit, so ein bisschen zu reflektieren, wie meine Videos überhaupt bei Menschen ankommen, aus den verschiedensten Sichtweisen. Die meisten, möchte ich mal sagen, also 80-90% meiner Zuschauer, würde ich mal versuchen so zu bewerten, versteht das auch. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die ganz anders ticken und die ganz anders ihr Leben leben und da Schwierigkeiten haben, das nachzuvollziehen, was ich sage, aber trotzdem gerne gucken. Deswegen freut mich das immer her mit den Fragen. Ich werde versuchen, immer in den Videos darauf zu antworten. Ich bin ein bisschen im Zeit, also ich kann nicht andauernd lange Antworten schreiben. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich versuche das trotzdem zu machen ab und zu und wenn es sehr lang wird, dann mache ich ein Video dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.